Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13 Lightning Returns. Und ja, ihr seht vielleicht, der Lamont, der hängt immer noch an meinem Zipfel. Tolle Wurst. Naja, gut. Was haben wir getan letzte Folge? Letzte Folge haben wir einem kleinen Mädchen, Louise, geholfen. Noch nicht direkt. Wir sind durch das komplette Luxerium gelaufen, zu Telefonzellen, wo sie uns immer angerufen hat. Aber irgendwie war sie da noch nie, weil sie vor irgendwie weggerannt ist. Da fährt mein Zug. Nein! Verdammt. Naja, Zug ist weg. Was soll ich machen? Da wollten wir eigentlich hin. Naja, egal. Wo war ich denn mit Louise? Die hat uns immer angerufen in Telefonzellen. Und wir sollten irgendwie an verschiedene Orte kommen. Jetzt sollten wir eigentlich ins Südviertel. Da können wir aber erst um 0 Uhr hin. Von daher werden wir hier erstmal gucken. Wollten wir im Zug fahren? This is Luxarian's North Station. The trains here shuttle back and forth between Luxarian and Yusnan, the city that never sleeps. There is another station in Luxarian, South Station. The trains there will take you to either of these two locations. The Wildlands, where you can enjoy fresh air, nature and friendly faces. Or the Dead Dunes, a desert abundant with hidden treasures. Da will ich hin. Go ahead and board the train. Ja, ich möchte nicht nach Yusnan, ich möchte in die eine der anderen Gebiete. Es tut mir leid, hier wollte ich nicht einsteigen. Ich möchte mal Natur sehen hier endlich. Die Wildlands, die riesengroßen Flächen und was weiß ich, was wir da alles zu sehen bekommen. Das möchte ich mir gerne angucken. Deswegen werde ich mal eben ganz schnell zum Südbahnhof laufen. Irgendwie ist es schon wieder sehr spät geworden hier auf einmal. Es lag wahrscheinlich gerade daran, dass meine Elgato wieder ein bisschen rumgespackt hat. Gerade bei den Versuchen hier die Folge aufzunehmen. Ich hoffe, es läuft jetzt alles super, alles flüssig. Ansonsten kriege ich hier bald eine Macke. Moment. Bronzebruder? I'm collecting donations on behalf of the order. Schon wieder? The order is grateful, but we have no more need. Ach so, gut, bless ja. Nee, dann haben wir schon. Ja, ja, bla bla. Geh weg. Sieht man die Treppe gar nicht, weil sie dunkel ist. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich möchte gern in die Wildlands fahren. Das klingt für mich sehr aufregend und spannend. Die Wildlande? War das jetzt? Warum hast du ab? Guck mal, gibt was. Die Dinger, die spawnen einfach random. Das so viel weiß ich jetzt auch. So. Gucken wir mal, ob wir hier irgendeinen Gegner. Aber den nehmen wir mit! Muss ja gegen den ein bisschen trainieren. Blockt. Umsau. Time to repent. Na? Na, 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 na. Komm, ich versuch's mal. Ach, verdammt. Ja, er sollte sein Megabeißen machen. Macht er Megabeißen? Ach ne, machen wir Kraftgebrüll. Hau ich ihn mal. Oh nein! Nein! Ich wollte nicht hauen, ich wollte blocken. Oh, ist das schon wieder dumm! Ich hasse dieses Spiel! Nein, das war natürlich nur Spaß. Jetzt habe ich gut geblockt. Ich habe ihn, glaube ich, eben einfach nur seine Attacke quasi gerade abgewürgt. Naja, jetzt hatte ich den Schock. Super, Ingo. Ach, mit diesen komischen Löwen. Das wird noch ein bisschen dauern. Naja, egal. Komm, weiter geht's. Wir wollen uns ja hier nicht mit Nichtigkeiten beschäftigen. Nein, falsche Taste. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt vier drücke auf einmal. Aber den nehmen wir auch noch mit, weil wir brauchen ja das zerrissene Leder auf jeden Fall noch. Für diesen Wunschtafelauftrag. Lagerung. Von daher tut es mir leid, dass ich hier jedes Mal dieses Scheißviech noch mitnehme. Ich muss gerade mal gucken, die Aufnahme ist schon wieder sehr verzögert. Wehe dir, du Apparillo. Hau dich um. Nee, diesmal renne ich an dir vorbei. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Hätte vielleicht mal eben speichern sollen. So, wir sind hier wieder im Frommepriesterin. Erzählt sie jetzt mehr? Nee, glaub nichts Tolles, ne? Okay, dann gehen wir mal weiter. Zum Bahnhof, zum Bahnhof, zum Bahnhof.
Wir müssen auf jeden Fall vor 0 Uhr hier wieder zurück sein. Dann gehen nämlich die Tore auf zum Sudviertel. Da müssen wir auf jeden Fall mal hin. Ist hier noch was? Gerade mal eben schnell geguckt. Die Gem, die braucht ja immer noch ihre... Fläschchen Sternstaub, genau. Ja, ich habe aber leider keinen Sternstaub. Was ist das schon wieder, was mich verfolgt? Hau ab! Ich hoffe inständig, dass diese Aufnahme hier wieder geht. Beziehungsweise, dass das alles richtig aufgenommen hat, so wie ich mir das vorstelle. Weiß nicht. Was da schon wieder los ist hier? Schon wieder ein Wurm drin im Gehäuse oder so? Ich habe keine Ahnung. Oh, hier ist ein Zug, hier ist ein Zug, hier ist ein Zug. Noch nicht warten! Ja, möchte ich. Ich möchte in die Wildlande. Ankunft 16 Uhr, geh aber schnell. Die Wildlande, auf geht's! Sünden der Gepriesenen. Der Zeitfluss ist sowohl ein harter Meister als auch eine gütige Meisterin. Die Jahre bringen uns Vergessen. Früher oder später ist die Vergangenheit bereinigt. Jede Sorge, jede Sünde, jeder Streit verdrängt doch nicht in dieser Welt. Das immerwährende Jetzt, in dem die Menschheit treibt, lässt niemand etwas vergessen. Die Menschheit entsteigt dem Zeitfluss und wurde in einem Gefängnis der Ewigkeit gefangen. Die Schreie der Toten werden niemals verhallen und Vernils Schuld wird niemals getilgt sein. Ja, stimmt. Das war das. Mit dem das. Mal gucken. Neues Gebiet. This stops the Wildlands. Passengers for the Dead Dunes and Luxarian South Station, please board now. Thank you. Bitte. Ach, gucke mal. Ist das nicht schön? This is the last surviving wilderness. Die Wildlande mit Chocobos. Glaube ich. Das sieht doch schön aus. Da freue ich mich. Oh, guck mal. It's the world as it once was. Nature's last stand. Wild beasts still live and die here as they always have. It's raw in nature, red in tooth and claw. And the chaos here is just as dangerous. People who live out here are not like the city dwellers. They're different. They don't follow the teachings of the Order. And they don't want to rely on handouts either, so they strive to live off the land. A refuge for those who refuse to be tamed. Is that it? Light! The encounter is ordained. You have been led to the fountainhead, whence the chaos flows. Here you will meet the servant of fate, adorned with feathers of white. The angel of Valhalla. Light? What just happened? Ja, das frage ich mich auch. I heard a voice. Lumina schon wieder. It said that I've been led here, and I'm supposed to meet someone. The angel of Valhalla. What kind of voice? I didn't pick anything up on this end. A young girl, but I don't think she's close. It was more like she was speaking from the chaos itself. I just ran a search on this angel person, but it came up blank. Maybe you should ask the locals. Na, wenn das sich mal nicht nach dem nächsten Endgegner hier anhört, oder dem nächsten Boss. Bis hin. Die EP-Fertigkeit Teleportation wurde freigeschaltet. Aha, Teleportation. Die EP-Fertigkeit Teleportation ist eine magische Fertigkeit, mit der man blitzschnell an andere Orte gelangen kann. Öffne mit Dreieck das Menü und wähle dort EP-Fertigkeiten, um dich an einen anderen Ort zu teleportieren. Die Teleportationskosten zwar EP, aber keine Zeit. Sofern Lightning sie einmal besucht hat, kann sie nur zu diversen Bahnhöfen, Siedlungen, kann sie zu diversen Bahnhöfen, Siedlungen und Ortschaften teleportieren. Die Teleportation hin, in und aus der Arche heraus verursacht keine Kosten. Aha, ich kann jetzt quasi immer wieder in die Arche zurückkehren. Ah, wäre schön. Das ist doch schön. Wäre ich mal zuerst hier hingegangen. Die Karte Symbole setzen. Das kann ich auch. Du kannst deine Karte mit nützlichen Symbolen markieren, die dir als Erinnerungsstütze dienen und dir beim Navigieren helfen können. Drücke die bei geöffneter Karte Viereck, um Symbole einsehen oder
einzusehen oder zu ersetzen. Auf jeder Karte lassen sich diese Markierungen nach Belieben setzen. Du kannst sie farblich anpassen und ihnen Beschreibungen hinzufügen. Wenn du ein Symbol als Zielort festlegst, weist dir der Richtungspfeil auf die Navikarte sogar den Weg dorthin. Aha, jetzt will ich mal kurz niesen. Uiuiuiui. Danke. So, weiter. Es gibt viel zu tun in Nova Chrysalia. Markiere dir daher mit Symbolen zum Beispiel den Standort von Personen, für die du etwas erledigen willst, Orte, die dich noch einmal aufsuchen und die du noch einmal aufsuchen musst, oder schaffe dir Orientierungshilfen in Gegenden, in denen man sich leicht verläuft. Lege dir also eine Art Reisetagebuch in Kartenform an. Tja, hätte ich das hier mal früher gemacht. Luxeren Südbahnhof steht nun als Teleportationspunkt zur Verfügung. Danke, danke. Wildlandebahnhof steht nun als Teleportationspunkt zur Verfügung. Danke, danke. Ja, hätte ich das mal früher gemacht. Es ist unfassbar. Yeah? What do you want? I have a question for you. Have you ever heard of someone called the Angel of Valhalla? You must be new to these parts. There's not a man or woman here that doesn't know the Angel. The Angel of Valhalla isn't a person. It's a legendary chocobo, covered in feathers as white as the clouds. It's the sacred bird that only appears at the end of the world. So it's a local legend then? Yeah, a legend. At least that's what it used to be. But in recent times, many folk have seen the bird with their own two eyes. A lot of us are thinking maybe that story is true. Maybe it is, but Dr. Ghazal has been after it for years, and he still doesn't have proof that the beast is the one from legend. Dr. Ghazal? Who would that be? The famous veterinarian, of course. A prickly character with the temper of a behemoth, but he loves his chocobos. When it comes to the Angel, he's the leading expert in all of the wildlands. The doctor lives up the road a bit, in the village of Canopus Farms. If you catch him in a good mood, he'll help you out. Maybe. A white chocobo at the end of the world. There's nothing about this in any of the official scriptures of the Order. It's a local story, a superstition. Even if it is, someone spoke to me. The voice was real, and it mentioned the Angel of Valhalla. I want to know who it was. If you think that's what you need to do, so machen wir das, denke ich mal. Right. Cholerischer Chocobo-Arzt. Ich freue mich! Dr. Giza! Genau das hat der Typ eben gesagt. Kann ich nochmal ansprechen, den unschlüssigen Fahrgast? Hast du bereits gesagt, Dr. Giza, der Choleriker! Untersuchen? Den kann ich denn hier... Ach, das war das. Ist das der Fahrplan? Jupp. Fährt? Hä? Ich steig da immer noch nicht durch, was das hier so zu bedeuten hat. Ach so, jetzt! Ja, na klar, die ganzen Stunden? Genau. Die ganzen Stunden, also zu jeder halben Stunde kommt hier ein Zug. So raff ich das. Danke, danke. Kaputt machen! Kaputt machen! Nimmt was. Hab was. Ja, steck weg. Gemüsesamen. Bronzemedaille. So, hallo Chocolina. I hope you can make everyone's wishes come true. Everyone. Ja, schau mal. Oh mein Gott! Wie viel sind das denn hier? Sonnenblumen! Eine Verletzung am Bein hält mich davon ab, ins Feld zu ziehen. Doch ich würde meinem Bruder, der sich hier so lieb um mich kümmert, zu gerne etwas schenken, um meine Dankbarkeit zu zeigen. Am besten wäre ein Strauß Sonnenseelenblumen. Diese hübschen Blumen, die nur bei Sonnenschein blühen. Doch wie soll ich in meinem Zustand welche finden und pflücken? Sonnenseelenblumen. Mein Gott, nehmen wir einfach mal an. Gott, sind das viele hier. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle vorlesen möchte. Mondblumen. Ich pflege meine kleine Schwester Elrisa, die wegen einer Verletzung am Bein das Haus nicht verlassen kann. Haben sich alle hier am Bein verletzt, oder was? Ich würde ihr so gerne Blumen schenken, die sie hier aufheitern. Doch ich bin so beschäftigt mit ihrer Pflege, dass es mir unmöglich ist, nachts heraus in diesem Mond Seelenblumen zu pflücken. Sonnenseelenblumen, jetzt Mondseelenblumen, die nur beim Mondschein blühen. Ja, logisch. Man hat mir gesagt, dass sie auf der Windweide und im Eremitenödland wachsen.
Mondseelenblume mal 5. Auftraggeber, Scharfhirte Kuma. So, ich würde sagen, ich nehme hier jetzt 5 Dinge an und dann gehen wir weiter. Der Rest machen wir dann nächste Folge. Das Rätsel der Chocobo. Röllchen? Chocoborchen? Chocoborchel? Borchel? Borchel? Was ist dein Chocobo-Borchel? In den Jagdwäldern soll ein rätselhafter Pilz wachsen, den Chocobos aus irgendeinem Grund nicht essen. Dabei heißt er doch Chocoborchel. Ach so, ne Morchel! Meine Fresse! Morchel mit Chocobo-Kreuz, Chocoborchel. Ja. Heißt es vielleicht nur so, weil er aussieht wie ein Chocobo? Ich wünschte, ich könnte einmal einen sehen. Er wünschte, einen zu sehen und ich soll 10 sammeln. Das muss ich auch nicht raffen. Naja, wenn du das möchtest, nehmen wir das auch. Flora in Gefahr. Oh weh, mir sind die Gemüse... Ach, habe ich. Ausgegangen, ich bin der einzige Saatguthersteller in den... Oh, ich brauche 10. Verdammt. In den Wildlanden, wenn ich nicht irgendwoher neue Gemüsesamen bekomme, dann sind die Farmer hier aufgeschmissen und niemand kann mehr Gemüse anbauen. Es ist egal, ob die Samen aus der Wildnis oder von einem Händler kommen. Ich brauche dringend welche. Okay. Gemüsesamen 10 Stück. Kaufen wir. Vielleicht können wir hier irgendwo welche kaufen. So, und der letzte, den wir hier erstmal annehmen. Schmerz vergessen. Mir wurde das Herz gebrochen. Ich kann Liebe nur... Wie kann Liebe nur so wehtun? Ja, das kann sie manchmal. Ich wünschte, ich könnte vergessen, dass all dies je geschehen ist. Da fällt mir ein, dass Lumina... Lumina ist ja auch hier zu geben. Oh mein Gott. Lumina einen Trank der Vergessenen erwähnte. Was braucht man für den Zauber? Für die Zubereitung nochmal. Regenbogen, Jilly. Oh, gleich 8-mal. Tja, keine Ahnung, wo wir es finden. Aber nehmen wir einfach mal an. So, das reicht jetzt erstmal. Sonst bin ich hier nur mit... Auftrag annehmen, beschäftigt. Ja. Da gehen wir aber dann auf jeden Fall auch nochmal hin nach Yuznan. Wir auch noch nicht hier sehen. Wir müssen uns hier erstmal umgucken in den Wildland. Ich fand es ja eben ziemlich schade in dieser Videosequenz in Häkchen, dass ja, das nicht so flüssig läuft hier. Ist ja irgendwie alles nur auf 30 FPS oder 15, 20. Es ist manchmal ein bisschen schade, dass es so ruckelt. So. Wer bist du denn? Nein. I suppose you've come to seek the wisdom of our famous Dr. Ghazal. I wanted to ask him about the Angel of Valhalla. I knew it. Well, first things first. You have heard of our Chocobo legend, right? You mean the one about a sacred white chocobo that appears at the end of the world? That's the one. Some of us call that chocobo the Angel of Salvation. Oh, how we've been praying for him to appear. The angel is a harbinger, a signal that it's over at last. That's something to pray for? Oh, yes. For the people who live out here, death is a kind of salvation. An outsider like you must find it difficult to understand. 5 centuries ago, all hell broke loose and a new god took over. We became immortal, against all natural laws. See, the people out here don't like that. Even gods shouldn't be allowed to change the natural order of things. Living off the land, growing our own food, surviving by our own wits, and dying when our time is up. That's what we want. And that's why the white chocobo is a good thing. It means this unnatural life is going to be over at last. Right? But you're welcome to believe different. We don't push our creed on anyone. At the same time, as long as you're going to be visiting us here for a while, it's right that you know our ways. Na, dann gucken wir mal. Brella. For the people of the wildlands, the white chocobo is a sign. A herald of a special kind of salvation. Many in these lands worship Etrel, the goddess of death. They pray to eventually return to her side. Which in their creed is the same as ceasing to exist. Na gut, dann wollen wir uns mal mit deren Geflogenheiten hier vielleicht auseinandersetzen. Wer bist du denn? Du siehst aus wie ein Farmer. Nein, ein Reisender. Hier liegt ein desolate land, das mit den Hulks von downed airships ist. Hardly anyone goes there, apart from the curious and the brave. If you manage to trek across that land, you'll eventually reach one particular airship wreck. There's a man who lives in that wreckage, a recluse who's turned his back on the rest of human society.
Of course, he's not the only recluse to make his way out to the Wildlands, but this one stands out with his giant nest of a haircut. I hear he used to be a pilot back in the day. Na, wer kann das bloß sein? Wenn das nicht mal der Herr mit dem Chocobo im Haar war. Wenn ich hier weitergehe. Lass mal kurz auf die Karte gucken. What? Alter Schwede! Was ist denn hier los? Haha! Ist ja mal überhaupt nicht big. Leck mich am Arsch. Guck dir das an. Ja, kein Wunder, dass man hier Wegpunkte setzen soll. Alter Schwede. Huiuiui. Wild, die Windweide. Da bin ich. Nee, da ist mein Auftrag. Das Ziel, da bin ich. Alter Finne, ist das big? Mein Gott, wie soll ich mich denn hier zurechtfinden? Huiuiui. Was sagst du hier? Ja, links ist wohl der Sash unterwegs. Statt der Trümmern. Bahnhof Wildlande, Jagdwälder. Ich laufe einfach mal hier lang. Einfach mal ergänzt unseres Auftrags. Oh, wer bist du denn? Naja, komm. Wir sollten auch vielleicht mal kämpfen. Ich will aber von hinten ran. Natürlich. Nein. Komm schon! Naja, nur 10. Macht nix! So, wollen wir mal schauen, ob wir hier den. Der ist ja ein Anubis, die kennen wir ja. Was war der nochmal? Lass mich überlegen. Magische Angriffe für sich irgendwo aus, wie wenn der Gegner in Angriffsstellung ist. Gegner rund, Umschläge, präzise Block. Musik ist ganz anders hier. Was gedacht? Der war präzise geblockt. Nein. Geh down, du Scheißviech! Naja. Ging so! Giftstachel. Ich glaube, den brauchen wir erstmal nicht. Irgendwo. So, wo wollte ich denn lang? Da wollte ich lang. Klammpfad, Weidewinde. Oder so ähnlich. Hallo! Ich aber. Ich hab Bock, mich zu verlaufen. Hier liegt doch was. Gemüsesamen. Sehr schön. Brauche nur 8. Oh nein, ich schmier so einer. Ich lauf mal weg. Lauf weg. Ich lauf weg. So. Das ist immer ganz gut, dass man dann manchmal den Kämpfen aus dem Weg gehen kann, wenn man sie gerade keinen Bock drauf hat. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Interessantes. Bronzemedaille. So auf dem Weg. Dann können wir hier auch bald mal wieder die Folge beenden. Ist ja wieder ein bisschen weit fortgeschritten. Es dauert immer so lange mit der Bearbeitung. Was ist das hier? Wer, wo? Wo denn? Die Blume sieht so blau aus. Ah ja, schon wieder. So. Versuchen wir es nochmal. Gut geblockt, das war eigentlich, glaube ich, gerade nur ein Reflex. Ja, ich glaube, da müssen wir lieber mit Elektrosachen ran. Aua, da habe ich nicht aufgepasst. Ich bräuchte auch bald mal wieder was zum Heilen, merke ich gerade. Wenn er in der Luft ist, dann blocken wir einfach mal. Ich hab's mir gemerkt. Bei dem Viech. Naja. Ich mache auf jeden Fall ordentlich Schaden. Ich bin schon wieder hier nur im 1000er Bereich. Das ist doof. Gefällt mir gar nicht. Können wir hier irgendwie mal was. Vitaga könnten wir benutzen. Machen wir auch mal. So, zack. Vielleicht
bauen wir unsere EP dann vielleicht noch mal ein bisschen schneller auf. In den zukünftigen Kämpfen. Und sind da mal ein bisschen vorsichtiger bei. Aha. Warum? This is a terribly desolate place. A graveyard for many wrecked ships. Perhaps this is the result of the wave of destruction that occurred 500 years ago. Mhm. Wenn du das sagst, Hope. Wow, Eremitenödland. Guck dir das an, was da hinten alles liegt. Aber ich würde sagen, da schauen wir uns dann in der nächsten Folge mal ein bisschen genauer an. Und gucken dann vielleicht da mal, vielleicht gucken wir uns dann nochmal die Hauptmission an. Muss ich mal schauen, ob ich dann auch noch Zeit für habe. Es ist ja jetzt schon sehr spät. Von daher würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen Cut. Und ja, sehen uns dann mal in der nächsten Folge hier ein bisschen weiter um. Hier in den, ja, Ödlanden. In den Wildlanden natürlich, in Ödlanden. Aber ich glaube, die gibt es ja auch. Es klingelt, 18 Uhr. Das heißt wahrscheinlich, wann hätten die da einfach auch schon an? Weiß ich nicht. Naja, egal. Sehen wir dann alles in der nächsten Folge. Es ist Zeit zum Essen. Naja, dann ist jetzt Zeit zum Essen. Ich mache hier mal Pause. Okay, auf jeden Fall, wenn es dir gefallen hat, dann hätte ich gerne den Daumen nach oben. Wenn du neu dabei bist, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und ansonsten würde ich mich dann mega freuen, wenn du hier wieder mit dabei bist in der nächsten Folge bei Final Fantasy 13 Lightning Returns. Wenn es zum Essen geht. Bis denn.